auf der Bühne steht und die schreien den Namen, also es ist überall. Leute kennen euren Namen, die ihr noch nie in eurem Leben zuvor gesehen habt. Das ist doch geil, oder? Ja, irgendwo ist es schon komisch, weil es gibt immer wieder Leute, die einen auch kennen, weil sie einen seit 8 Wochen im Fernsehen sehen, aber du selbst hast die Leute noch nie gesehen. Und die sagen dann, ja, das habe ich beobachtet, wie das und das war und wie war das für dich und cool und wie geht's dir und so. Das ist immer schon ein bisschen, muss man sich darauf einstellen. Ich habe irgendwann mal gesehen, Ecke, du bist auch mit einem Kuscheltier von der Bühne. Was hast du mittlerweile gesammelt an Dessous, Kuscheltieren oder Heiratsanträgen? Ja, das ist echt enorm. Also wir haben Dessous gekriegt, Slips, wurden Kuscheltiere mit Nummern natürlich und Fotos auf die Bühne geschmissen. Und also ist schon krass so in dieser kurzen Zeit. Die Resonanz ist enorm. Eure Fans in jedem Fall sammeln jede Menge Autogramme, denn natürlich gehört auch das zum Leben eines werdenden Popstars dazu. Euphorie, Gekreische und Tränen, egal wo die Jungs von Overground auftauchen. Die Fans befinden sich im Ausnahmezustand. Wie alt bist du denn? 13! Oh mein Gott. Ja, wie hat man sich geschmeichelt, hä? Also, was soll man dazu sagen? Dann wird genudelt. Und auch bei den Preluders können sich die Fans kaum halten. Noch vor 3 Monaten waren die neuen Popstars ganz normale Jungs und Mädchen von nebenan. Antoy zum Beispiel ging noch zur Schule und jobbte nebenbei im Asia-Restaurant ihrer Eltern in der Nähe von Stuttgart. Dann hörte sie vom Popstars-Casting, war aber unsicher, ob sie da überhaupt hingehen soll. Ja. Am Tag davor habe ich mir da schon überlegt, soll ich da jetzt hin? Ja, habe ich noch meinen Freund geschrieben, so, was ist los und so. Soll ich hin? Also, ja, geht und so, es ist die Erfahrung wert. Es war offensichtlich nicht nur die Erfahrung wert. Aus der unbekannten Antoy ist in wenigen Wochen ein Popstar geworden. Seitdem gehören für sie und die anderen tobende Fans zum Alltag. Für Autogramme ihrer Stars ist den Fans keine Mühe zu viel. Hammer, guckt euch die Resonanz an, ihr stoppt ihre Briefe, alles. Die sind einfach super, die Leute. Die sind einfach Hammer. Wird immer und immer schöner, immer besser. Was ist denn ohne die tun? Auch bei den Girls stehen die Fans Schlange. Noch ist jeder Auftritt für Overground und Preluders eine neue Erfahrung. Das erste Mal in Chemnitz aber werden sie wohl nie vergessen. Schick mir ein Engel, schick mir ein Engel, es ist viel zu schwer. Komm und gib mir Kraft durchzustehen, bin verloren, kann nicht sehen. That's me in the corner, that's me in the spotlight. Losing my religion, trying to keep up with you. Ein unvergesslicher Tag für die beiden Bands. Nicht nur wegen ihres ersten Auftritts. Für die Girls und Boys hieß es auch auf Wiedersehen sagen zu ihren Coaches. Ein Abschied, der beiden Seiten sehr schwer fiel. Alle haben die ganze Woche lang. Haben uns alle gekleidet und haben irgendwie das Beste für uns rausgeholt. Ja, selten wurde im Fernsehen so viel geweint wie in den letzten Wochen. Und eine der Chefdamen in dieser Disziplin ist, glaube ich, Antoy. Wir haben es eben gesehen, es ist herzzerreißend. Bist du so nah am Wasser gebaut? Ja, es tut mir halt schon irgendwie alles total weh, weil Artemis und die und Rafa haben echt das Beste aus uns rausgeholt und dann sich zu trennen auf kurze Zeit ist schon hart. Wenn du guckst, wer von euch weint am meisten? Bist du der Topscorerin? Nein. Tatsächlich. Aber das ist nicht nur mädchentypisch, sondern auch Maiko war da ein Vertreter der Wasserzunft, richtig? Ja, kannst du es gerade vielleicht nochmal sagen? Es war ein Double von Maiko. Ja, wir hatten den Schauspieler eingekauft aus Deutschland, der hat das Aber es ist ja keine Schande. Selbst die, der sonst hier den Chef des Kasernenhofes mimt, auch der hat weiche Gefühle gezeigt. Im Gegensatz zum Drill. Gab es da im Umkehrschluss Momente, in denen ihr ihm an die Gurgel wolltet? Ganz ehrlich. Nein, und eigentlich nicht. Ich meine, es gab schon Situationen im Workshop, wo man gedacht hat, ey, was soll das denn jetzt? Und ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr. Aber man hatte, glaube ich, im Großen und Ganzen immer noch das Gefühl, dass sie einem ja eigentlich nicht böse wollen, sondern sie wollen irgendwie das Beste aus dir rausholen und machen das halt auf ihre Art. Und insofern geht das, glaube ich, in Ordnung. Marc, du bist der Jüngste. Hast du das Gefühl gehabt, du hattest bei der Jury so eine Art Youngster-Bonus? Dass sie so denken, ach, hier der Kleine, auf den müssen wir aufpassen, den dürfen wir nicht wehtun. Nee, eigentlich nicht so. Also die hat mir das auch
zwei Wochen vor der Entscheidung gesagt, dass ich keinen Monchichi-Bonus habe und dass ich mir gefälligst den Arsch aufreißen soll. Und ja, das hat weil er, glaube ich, gedacht hat, dass ich denke, dass ich einen Monchichi-Bonus habe. Deswegen hat er mir es, glaube ich, nochmal gesagt. Du hast aber mit deiner Arbeit das Gegenteil bewiesen, denn immerhin galt es zu bestehen vor der Jury, dem Trio Infernale. Die Sabrina und Uwe. Sie haben Overground und die Preluders aus über 12.000 Kandidaten herausgesucht. Jeden dieser drei mussten die Bandmitglieder überzeugen. Körperliche Schwerstarbeit. Kumpel! Komm her! So blöd muss man erstmal sein. Stay! Stay! Go! Come on! Von der ersten Minute an schweißtreibendes Training bei Drill-Instructor Detlef D. Soest. Immer ein Stück über die eigenen Grenzen hinaus. Denn der Berliner hat einen Ruf zu verteidigen. Viele sagen, ich bin streng. Viele sagen, ich bin fies. Go! Kein Erbarmen, auch bei den Mädchen. Was noch fehlt, ist die Kondition und der nötige Biss. Komm, hier oben bewegt sich Miriam, hier! Egal wie gut du bist, du kriegst immer Kritik. Ist einfach so. Denn nur daran wächst man, laut D. Uwe versteht's. Der hat es auch von nichts, ja, von ganz unten bis nach ganz weit oben geschafft, mit ganz viel harter Arbeit. Und ich glaube, der hat keine Geduld mit Menschen, die nicht ihrem Potenzial gerecht werden. Geduld, das ist Uwes Stärke. In aller Seelenruhe ging er mit seinen Schützlingen immer wieder die Gesangsparts durch. I'm with you and John. Hilfestellung gab es von ihm jederzeit. Nur wenn die Entscheidungsshows bevorstanden, dann wurde auch er nervös. Ach, furchtbar. Ich will das gar nicht daran denken. Das macht keinen Spaß. Man zweifelt dann auch an sich selbst und man kann auch nicht in die Zukunft sehen, war es die richtige, hätte sich der besser entwickelt. Auch Sabrina litt sichtlich, wenn sie jemanden nach Hause schicken musste. Aber die Sängerin konnte auch ganz anders. Jungs, ich wollte euch nochmal was sagen. Ihr habt heute bei der Performance, als die Backstreet Boys da waren, also vor allem du, Ken, alle, nein, lass mich aussprechen. Da wart ihr alle Halligalli. Nur weil die da sitzen, strahlt ihr auf einmal, ihr könnt tanzen, singen, was weiß ich. Und wenn es dann darum geht, da kommt nichts, gar nichts. Und da frage ich mich echt, wie wollt ihr das schaffen? Manchmal sah es tatsächlich so aus, als würden die Finalisten vor der Jury scheitern, speziell bei Maiko. Es ist Schluss, Maiko. Es ist Schluss mit Ausreden. Es ist Schluss, darüber nachzudenken, was du wirklich machen willst. Es ist Schluss mit Rummeckereien. Streng dein Hintern an. Bis in der nächsten Runde. Wir freuen uns sehr darüber. Aber gib Gas. Da legen Sie sich in den Arm. Zeit für traute Zweisamkeit gibt es jetzt allerdings nicht mehr, denn ich sage Ihnen, dieses Personal hier hat einen Terminplan, der sich gewaschen hat. Miriam und Rebecca können da, glaube ich, mal einen kleinen Einblick geben. Wie sieht so ein Tag bei euch aus? Ja, also ein typischer Tagesablauf von uns, der beginnt so um 7 Uhr morgens. Da klingelt der Wecker. Entspannt! Ja, da verschlafen wir immer so ein paar kleine Minütchen. Ja, und dann Dann müssen wir schnell in den Bus rein. Wir werden nur die ganze Zeit immer hin und her gehetzt. Ja, vom Fotoshooting. Schminken muss man zwischendurch wahrscheinlich. Genau, Fotoshooting und Pressetermine, Autogrammstunde ist noch dazwischen. Und dann am besten noch ein Konzert, möglichst spät, Abend, dass man nicht genau. So früh ins Bett kommt und bloß nicht zu viel Schlaf bekommt. Genau. Da braucht man eine gute Kondition und einen fitten Körper. Also nur Sex, Traxen, Rock'n'Roll. Ich glaube, ihr habt aber auch gute Tipps mit auf den Weg bekommen, oder? Also wir hatten ja noch zwei Trainer dazu bekommen. Also es war einmal ein Boxtrainer und einmal seine Frau. Und wir haben halt zusammen das Herzensverteidigen gemacht und wir haben dann halt auch Tipps bekommen, was wir essen sollen. Also zum Beispiel halt morgens ein Glas Wasser trinken und abends dann halt kein Obst essen. Und Hörscher hat als Zusatzprogramm noch Deutsch lernen. Wie läuft's? Wie läuft's, mein Deutsch? Ah ja. Das klang schon sehr gut. Bis zum Ende glaube ich, dass ich viel mehr zugelernt habe. Ich habe auch weniger als 2 Wochen in Deutsch Unterricht gehabt. Und daraus lerne ich jeden Tag mit den Menschen. Und es wird besser, man merkt es. Ja. Rein ins Studio, raus aus dem Studio, das ist der Alltag von Popstars. Viel Zeit auszuschlafen haben die Popstars wahrlich nicht. Auftritt in der Morgenshow von Radio Bonn, dann rein in den Tourbus und ab nach München. Fotoshooting für die Bild-Zeitung und all das ohne ihren Schönheitsschlaf. Also sie sehen irgendwie so glitschig aus, finde ich.
Noch einmal muss der Stylist von neuem Hand anlegen und das, obwohl der Terminplan heute randvoll ist. Ja, nach dem Fotoshooting glaube ich irgendwie noch ein paar Pressetermine und dann ist Autogrammstunde im Kaufhof und dann glaube ich vielleicht sogar nochmal Pressetermine und dann haben wir auch schon Soundcheck und dann ist ja auch das Konzert schon nach dem Konzert. Nicht nur die Girls sind in München, auch Overground sind zum gemeinsamen Fotoshooting eingetroffen. Allerdings haben die Jungs nur kurz Zeit, denn auf sie warten tausende von kreischenden Teenies bei ihrer vorerst letzten Autogrammstunde. Zwei Stunden nehmen sich Overground Zeit für ihre Fans. Viel zu wenig für diese Massen und das bekommen die Jungs zu hören. Ja, ja, sie sind das. Man hört fest, ich höre meinen eigenen Torto auch gar nicht. Das ist voll krass. Überhaupt. Sowieso so müde, weißt du, dann scheinen die alle hier so rum. Hammergeil, oder? Und weiter geht's zum Flughafen. Die Preluders sind mittlerweile in der Konzerthalle beim Soundcheck. Und doch ist erst früher Nachmittag. Der Tag ist noch lang. Ich weiß auch gar nicht. Oh, keine Zeit. Flughafen Köln. Overground sind nur für ein paar Stunden an den Reihen zu Stefan Raab gekommen. Allerdings so spät, dass die Sendung bereits begonnen hat. Keine Zeit zum Aufwärmen. Die Preluders machen sich in München für ihren Auftritt fertig. Es ist kurz vor 9 Uhr abends. Wir sind Overground! Derweil in Köln, die Jungs dürfen auf Stefans Couch Platz nehmen. Wie geht's? Noch gut, ja. Stress? Habt ihr gerade Stress oder ist es mehr, kommt euch eher vor wie ein Spiel? Eigentlich im Moment ist es Stress pur. Also wir hatten gerade vorhin noch eine Autogrammstunde in München gehabt, hatten ein Fotoshooting gehabt für die Bild-Zeitung, sind jetzt gerade hierher geflogen, konnten noch keine Probe mehr machen, das ist alles ziemlich stressig, aber schön. Stefan hatte Nachsicht mit den Show-Neulingen, eines konnte er sich dann aber doch nicht verkneifen. Kakadu-Baby sehen? Bitte, das Kakadu-Baby willst du noch mal sehen? Hier. Liegen auf dem Tisch von drauf, das ist eine Autogrammstunde. Genau. Die Mädels gucken da. Nee, hier ist das Kakadu-Baby. Heute ist genau eine Woche her, da waren die Jungs bei Stefan Raab, die Mädels ja schon ein bisschen früher, auf der Besetzungscouch. Wie war das da bei dem Kollegen aus Köln? Eigentlich war es sehr nett, wir waren sehr positiv davon überrascht, wie er uns eigentlich verschont hat. Wir dachten, dass er vielleicht so ein paar böse Sprüche bringt. Das war ganz zerfleischt. Genau, aber das war gar nicht der Fall. Also er war so total super nett und das Publikum war super nett. Also die haben sogar nach dieser Wischiwaschi-Nummer, wo wir uns selbst auch ein bisschen auf die Schippe genommen haben, haben die Zugabe gerufen und wollten eigentlich noch mehr von uns, also noch vielleicht einen richtigen Song oder so. Wer es nicht gesehen hat, muss sich das irgendwoher besorgen. Haare waschen, Ohren waschen, Wischiwaschi, also auch mit solcher Musik kann man was werden. Stefan Raab ist aber auch immer Werbung in eigener Sache, das ist wichtig, das machen wir jetzt auch. Denn ab heute kann für die Preluders und Overground gevotet werden. Das heißt, sie rufen an und bestimmen, wen sie als Gewinner sehen möchten aus dem Duell. Ich bitte um die Selbstdarstellung jetzt. Hi, wir sind Preluders. Und wenn ihr wollt, dass wir gewinnen, dann votet für uns unter dieser Nummer. Es liegt in eurer Hand. 01379 7071 für die Preluders. So, gleiches Recht für alle. Eure Selbstdarstellung, liebe Jungs, jetzt. Hi, wir sind Overground. Vielen, vielen Dank für alles, was ihr bis jetzt schon für uns getan habt. Jetzt Endspurt. Bitte, bitte ruft uns an. Genau, wenn ihr in Zukunft noch mehr von uns hören wollt, dann brauchen wir eure Unterstützung. 01379 7072. Ich mache hier euch, gern das Nummerngirl, das merkt ihr ja. Heute ist die große Entscheidungsshow. Heute wird es also tatsächlich wichtig, werden sich die Bands verändern? Wird irgendjemand gehen? Was wird da passieren? Und ich denke mal, ich kenne zwei, die zittern. Marc hat immer ein bisschen Angst gehabt, dass er rausfliegt, weil er der Jüngste ist. Und Anne als Nachrückerin. Ganz kurz, wie geht's dir vor heute Abend? Also ist schon schwer, weil ich habe irgendwie zusätzlich noch, dass ich rausfliege und ich würde dann zweimal rausfliegen, das ist halt total schwer, weil irgendwie kriegt man zweimal so gesagt, so du bist nicht gut genug. Und sollte jemand anders rausfliegen, ist es nicht nur schwer, weil mir alle so ans Herz gewachsen sind und weil ich alle halt so liebe, sondern auch zusätzlich so, derjenige wird sich dann ja auch sagen, so Anne, ich bin rausgeflogen, weil du da bist. Und du hast das ist dann noch schwerer. Arschkarte genau. Gezogen. Mhm. Gut, aber als solches wollen wir dich nicht sehen. Wir zeigen jetzt nochmal, wie das fünfte Rad am Wagen fahren lernte. Berlin. Dunkle Wolken am Popstars-Himmel. Gerade erst formiert, vergeigen die Popsternchen die erste Plattenaufnahme. Komm mal diesen Your Fingers nicht rein. Kann ich dich einfach...
your fingers. Gib doch mal Gas. Du machst jetzt die Töne immer so. Vielleicht habt ihr euch jetzt so eingeübt oder das jetzt, aber wir machen es jetzt anders, als ihr geübt habt, einfach. Aber Rebecca ist nicht in Höchstform. Die Produzenten und Jurymitglieder sind ratlos. In wenigen Tagen schon sollen die Bands auf Tour gehen. Doch bis jetzt ist noch nicht einmal die erste Single fertig. Im Endeffekt bin ich als Produzent für die CD verantwortlich. Ich kann hier keine qualitativen Abstriche machen und mir erlauben. Es fällt auf mich zurück. Und deswegen muss man sich einfach überlegen, ob bei den Kandidaten, die man vorher rausgeschmissen hat, eventuell aus Gründen, dass die vielleicht nicht so gut tanzen können, tanzen ist mir im Moment wirklich scheißegal hier, die sollen singen, ob da nicht jemand dabei war, den man eben noch nachholen kann. Die Wahl fällt auf Anne, deren einziges Manko immer nur das Tanzen war. Anne Ross? Ja, hallo Anne, hier ist der Uwe. Wir hatten ja schon in Orlando gesagt, dass eventuell, wenn es Probleme in der Harmonie der Band gibt, dass eventuell noch mal jemand nachrücken könnte. Ja, und deshalb möchte ich dich jetzt hiermit einladen, nach Berlin zu kommen und mit den Preluders hier in den nächsten 4 Wochen die CD aufzunehmen. Oh mein Gott, das glaube ich nicht, das gibt es. Viel Zeit bleibt der 18-Jährigen allerdings nicht. Sofort muss sie nach Berlin kommen, um die fehlenden Spuren einzusingen. Ja. Dann wollen wir mal anfangen mit Losing My Religion. Oh, life is bigger. It's bigger than you. And you are not me. The length that I will go to. Diesmal ist Uwe zufrieden. Nach den ersten gelungenen Aufnahmen ist es Zeit, den Rest der Band einzuweihen. Es ist so, es gibt ein paar Probleme bei euch, die wir besprechen müssen. Wir holen einen aus dem Workshop nach, der in den nächsten 4 Wochen noch bei euch sein wird. Nach diesen 4 Wochen wird erst entschieden werden, wer letztendlich in der Band ist. Und diese eine Person ist Anne. Nicht jeder ist mit dieser Entscheidung einverstanden. Also ich persönlich akzeptiere es nicht. Ich finde die Entscheidung richtig beschissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin überhaupt nicht damit einverstanden, ganz ehrlich. Anne, das 5. Rad am Wagen. Wird sie bestehen oder muss sie ein zweites Mal die Band verlassen? Heute ist Entscheidungstag. Einer muss möglicherweise gehen oder vielleicht auch zwei. Die Bands werden sich eventuell neu formieren. Damit machen wir gleich beim Popstars-Spezial weiter. Entscheidung. Möglicherweise muss einer oder zwei oder wer auch immer die Band verlassen. Anne zittert in jedem Fall. Sie ist nachgerückt und wenn sie rausflöge, dann wäre all das, was sie bisher geleistet hätte, umsonst. Let me show you my world. Anne mit den Preluders. Ihre rockige Stimme soll der Band mehr Drive geben. Deshalb haben die Produzenten die 18-Jährige nachträglich in die Girlgroup geholt. Anne ist sich dennoch unsicher und zweifelt. Immer wieder mal. Ich weiß nicht, irgendwie ist im Moment sowieso die ganze Situation so, dass ich ein bisschen angeschlagen bin, weil ich nicht genau weiß, was ist los und werde ich so ein bisschen verarscht oder nicht. Und irgendwo habe ich mir schon den letzten Tag irgendwie so ein bisschen Hoffnung gemacht. Nur wenn sie in jeder Beziehung mit den anderen mithalten kann, darf Anne in der Band bleiben. Vor allem in puncto Choreografie keine Leichtigkeit. Dennoch, alles scheint für Anne perfekt zu laufen. Also Anne hat sich sehr gut entwickelt, sehr, sehr gut. Sie hat eigentlich alle Erwartungen erfüllt oder übererfüllt. Ich bin eigentlich sehr glücklich, dass sie jetzt dabei ist in der Band. Vielleicht ist Anne ja der neue strahlende Mittelpunkt der Preluders. Vielleicht aber muss sie heute noch die Band verlassen. Alles ist möglich. Eine unangenehme Situation. Anne, das war jetzt ein kleines Filmchen über dich. Wie geht's dir bei dem Gedanken an heute Abend? Ja, es ist halt, ist halt schwer. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Sagen wir mal so, du willst nicht gehen, oder? Nein, um Gottes Willen nicht. Ich habe mich jetzt so integriert in die Gruppe und ich habe sie so lieben gelernt und es macht mir so viel Spaß. Deswegen. Ich setze mich jetzt schon mal so einfach hin, prophylaktisch. Wer hat denn sonst noch Angst? Frage ich mal kurz in die Runde. Okay, ich denke, das war ein extrem eindeutiges Ergebnis. Die Entscheidung fällt erst heute Abend um 20.15 Uhr, aber Sie können sich jetzt schon entscheiden. Denn für das große Finale am 3. November können Sie wählen. Wer ist Ihr Favorit? Sind es die Preluders? Unterstützt uns und ruft für uns an.
01379 7071 oder aber sind es Overground? Ja. Ken kann total gut Pappe küssen. 01379 7072. Das ist die Entscheidung am 3. November. Heute Abend die Entscheidung über die Bands. Muss jemand gehen und wenn ja, wer ist es? 20.15 Uhr, Popstars, das Duell. Vielen Dank und schönen Abend. Tschüss.